Mir ist es super wichtig, dass ihr eine Sache versteht. Ich bin nicht der Vorzeigeathlet. Es wird auf jeden Fall krass für mich, auch eine krasse Überwindung, euch diese ganzen Vorher-Nachher zu zeigen und euch auf diese Reise einfach mitnehmen zu können. Mit allen Höhen und Tiefen wird euch eine Sache versprechen. Ich bin ein normaler Mensch wie jeder andere und auch mir fehlt manchmal in einigen Tagen die Motivation. Hi. Hey, liebe MyProtein-Community, mein Name ist Sammy Slimani. Für diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen, ich gehöre zum Urgestein der Influencer-Industrie, habe 2009 mit YouTube-Videos angefangen und darüber meinen Weg als Digital Entrepreneur gestartet. Mittlerweile drehe ich immer noch Videos auf YouTube und habe ein super hektisches Leben, was mit sehr viel Arbeit verbunden ist, weil ich selber ein Unternehmen gegründet habe, eine Agentur, wo es sich rund ums Thema Digital Marketing und Künstlermanagement dreht. Und Sport ist seit einigen Monaten, spätestens seit dem allerersten Lockdown, so einer der Dinge geworden, auf die ich nicht mehr verzichten kann. Sport war immer etwas, womit ich mir schwer getan habe. Aber das hatte sehr viel damit zu tun, dass ich in meiner Schulzeit leider sehr viel mit Abgrenzung und Mobbing zu kämpfen hatte und Sport immer wieder etwas gewesen ist, was ich angefangen habe, aber dauerhaft demotiviert war, weil ich einfach bemerkt habe, hey Sammy, du kannst abnehmen und sportlich werden, wie du willst, wenn Menschen dich mobben wollen, dann mobben sie dich trotzdem. Und ganz ehrlich, das hat mir immer wieder die Motivation geraubt. In den letzten Jahren durch meinen Erfolg und meinen Job hat sich vieles entwickelt. Ich habe manchmal die Balance in meinem alltäglichen Leben verloren, um einfach so den mittleren Weg zu finden zwischen erfolgreich sein, aber gleichzeitig genug Zeit für die wesentlichen Dinge des Lebens zu haben, die einen gesunden Körper schlussendlich gesund halten, und das ist eben Sport. Seit Ende letzten Jahres hat sich bei mir super viel verändert und spätestens mit dem Lockdown, als wir nicht in die Gyms gehen konnten und natürlich, ja, die Natur genutzt haben, um Sport zu machen, spazieren zu gehen, joggen zu gehen, hat sich bei mir super viel verändert. In den ganzen Jahren war MyProtein immer ein Bestandteil meines Trainings. Und auch wenn das damals nicht so erfolgreich gewesen ist, will ich heute voller Stolz erstmal verkünden, dass ich das neue Gesicht für MyProtein Deutschland bin. Als MyProtein Brand Ambassador werde ich euch in Zukunft meine Fortschritte teilen, immer wieder Updates geben, Rezepte teilen, wichtige Motivationstipps, die ich euch eben aus meinem beruflichen Alltag mitgeben will und eben aus meinem Journey Sport zu machen. Gemeinsam mit MyProtein und euch als Community hoffe ich, dass ihr mich herzlich empfangt. Mir ist es super wichtig, dass ihr eine Sache versteht. Ich bin nicht der Vorzeigeathlet. Ich bin eher so der Normalo, der versucht, einen guten, gesunden Lifestyle zu haben mit einer guten Balance, ausreichend Sport, einer gesunden Ernährung. Und ich will euch dabei haben und euch einfach mal zeigen, was geht, wenn man diszipliniert an die ganze Sache rangeht. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich beantworten will, aber bevor ich das mache, vergesst es nicht, diesem Video hier einen Daumen nach oben zu geben, um mich herzlich hier in eurer Community willkommen zu heißen. Warum habe ich überhaupt mit dem Sport angefangen? Für mich ist Sport mitunter eines der einfachsten, aber gleichzeitig faszinierendsten Dinge, die wir uns selbst antun können. Und ja, Sport kann auch Spaß machen. Glaubt mir, auch ich war jemand, der damals Sport absolut gehasst hat. Aber auch nur aus dem Grund, weil ich ständig links und rechts geschaut habe, ständig nur mich verglichen habe mit anderen. Es wird auf jeden Fall krass für mich, auch eine krasse Überwindung, euch diese ganzen Vorher-Nachher zu zeigen. Aber ich denke, ich bin viele da draußen ein gutes Beispiel, weil nicht jeder ist einfach der durchtrainierte Fitnessathlet. Es gibt auch ganz normale Leute, die in einfachen, langsamen Schritten zum Ziel kommen. Und das will ich euch einfach zeigen. Sport ist einfach so faszinierend, wie ich gerade schon gesagt habe. Einfach zu wissen, dass wenn man joggen geht oder statt dass man eben das Auto nimmt, mit dem Fahrrad fährt, Treppen nimmt statt dem Aufzug, diese ganzen Dinge so einen positiven Effekt auf den Körper haben. Mir ist es immer wichtig gewesen, dass mein Körper natürlich der Anforderungen in meinem beruflichen Alltag gerecht wird. Und um diese Leistung erbringen zu können, brauche ich einen starken Körper. Weshalb Sport für mich einfach so etwas Unabdingbares geworden ist, ohne dass ich eben keine Balance finde, die Leistung in meinem alltäglichen Berufsleben zu finden. Meine mentale Einstellung zum Leben hat sich einfach komplett geändert. Einfach die Tatsache zu sehen, wie sich der Körper mit jedem Gang zum Fitnessstudio, mit jeder Stunde, die ihr in euren Körper investiert, euch sportlich einfach zu betätigen, sich verbessert. Die Tatsache, dass man von Mal zu Mal immer höhere Gewichte nutzen kann, immer mehr Wiederholungen schafft, das alles hat sich so in meinen Alltag einfach übertragen und dadurch eben einfach so einen super positiven Effekt auch auf mein Arbeitsleben und meine Arbeitsmoral und Disziplin gebracht,
wie ich es, glaube ich, so sonst niemals gekriegt hätte. Meine Routine, und die werdet ihr auch sicherlich in Zukunft sehen, sieht immer so aus, dass ich relativ früh aufstehe, dann einen kleinen Snack esse, Sport machen gehe, dann mein richtiges Frühstück esse, am besten dann noch mit meinem Shake, und dann anfange zu arbeiten. Und zwischendrin habe ich genug Zeit. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass durch diese Routine in meinem Alltag so viel mehr Zeit da ist. Und das werde ich auch in Zukunft mit euch teilen, weil ich weiß, den meisten geht es so, und ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren sagen, dass manchmal die Motivation einfach fehlt. Und das ist auch absolut normal, menschlich. Also macht euch da bitte nicht verrückt. Ich will euch einfach nur zeigen, dass es einfach geht und dass man so viel erreichen kann, wenn man einfach dranbleibt und wenn man einfach, ja, diese Motivation schöpft. Und auf diese Reise will ich euch jetzt hiermit mitnehmen, hier auf MyProtein. Und ich freue mich. Ich freue mich immens. Ich freue mich einfach, ein Teil der MyProtein-Familie geworden zu sein und euch auf diese Reise einfach mitnehmen zu können. Mit allen Höhen und Tiefen. Weil ich werde euch eine Sache versprechen. Ich bin ein normaler Mensch wie jeder andere. Und auch mir fehlt manchmal in einigen Tagen die Motivation. Aber ich glaube, dadurch, dass ihr dabei seid und hoffentlich so richtig mit dabei sein werdet, können wir uns alle motivieren und uns durch dieses Leben, was einfach auf und ab geht, navigieren, dass wir eine schöne Konstante gehen und gleichzeitig aber auch uns menschlich, körperlich, seelisch einfach verbessern. Lass uns auch gleich ein Ziel definieren, weil Ziele sind wichtig, damit wir unseren Fokus niemals verlieren. Wenn wir wissen, in welche Richtung wir laufen wollen und in welche Richtung sich unser Fitness-Journey entwickeln soll, dann ist es wichtig, sich ein realistisches Ziel zu setzen. Ich persönlich will kein Bodybuilder werden, aber auch nicht ein überaus durchtrainierter Athlet. Für mich ist es super wichtig, dass ich einen schön definierten Körper habe, der gesund ist, der eben die Leistung verbessert und die Leistung erbringen kann, die ich in meinem beruflichen Alltag brauche. Einfach eine schöne Balance zwischen Ernährung und Sport und Spaß einfach am Leben und am Sport selbst. Weil da kann man super viel falsch machen. Deswegen will ich mir als realistisches Ziel einfach setzen, dass ich einfach ein gutes, passendes Körpergewicht für meine Größe habe, gleichzeitig einen schönen, trainierten Körper. Er muss nicht übertrieben sein, er muss auch kein Bodybuilder-Buddy sein, aber das entscheidet ja schlussendlich jeder für sich, weil jeder Körper ist großartig. Und das ist für mich so persönlich meine wichtigste Message, die ich euch da draußen teilen will. Ich freue mich einfach immens, dabei zu sein und Teil der MyProtein-Familie zu sein. Ich freue mich, euch dabei zu haben. Deswegen freue ich mich auch sehr, von euch in den Kommentaren zu lesen. Vergesst es nicht, meine MyProtein-Seite auszuchecken. Da habe ich nämlich meine ganzen Lieblingsprodukte aufgelistet, die ihr shoppen könnt. Ich habe auch natürlich einen Code für euch. Den findet ihr direkt unten. Und dann könnt ihr den einlösen und euch meine Lieblingsprodukte von MyProtein bestellen. In dem Sinne, viel, viel Spaß. Und ich freue mich, gemeinsam mit euch loszulegen. Let's go. Ready? Bis dann, euer Sammy.